Hallo, ist noch. Okay. Sind die Hälfte davon nicht einfach fake? Ich habe keine Ahnung. Okay, das wird sogar vorgelesen. Ich muss gar nicht selber lesen. Ich weiß nicht, ob mich da eventuell eine lustige Stimme oder sowas erwischt. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber okay. Leute, wir gucken uns das eben kurz an. Vielleicht muss ich die Kategorie bei Twitch noch wechseln, ha? Weil ich mache ja jetzt andere Dinge. Dann mache ich einfach Just Chatting. Das habe ich nämlich vergessen. Und dann starten wir das Video. So, Leute, schauen wir mal rein, was hier so los ist. Auch da? Hallo, ja, der Fernseher ist noch da. Mein letzter Preis ist 200 Euro. Gut, also kann ich morgen für 175 abholen? Nein, nur für 200 Euro. Scheiße, die Stimmen sind problematisch. Wir haben kein Geld mehr. Wenn Sie verkaufen für 175 Euro, Sie sagen mir Bescheid. Ich habe auch kein Geld mehr, deswegen verkaufe ich ja auch. Guten Tag, ich habe eine kurze Frage. Ist der geflochtene Brotkorb auch zu verkaufen? Beste Grüße. Nein, tut mir leid, der steht nicht zum Verkauf. Ach, es geht um eine Küche, ich habe es nicht mal gelesen, oder? Hallo, sind die Bücher noch da? Ja, wenn Sie Interesse haben, können Sie die Bücher gerne abholen kommen. Würden Sie auch den Versand übernehmen? Soll das jetzt ein Witz sein? Wieso sollte ich Ihnen die Bücher und den Versand schenken? Finden Sie das nicht ein bisschen komisch? Dann kann ich die Bücher auch genauso gut wegschmeißen. Warum sollte ich das bitte tun? Aus Kulanz? Haha, alles klar. Einen schönen Tag noch. Hallo, darf ich bitte einmal Fuß neben Schuh sehen wegen Breite? Vielleicht mit Feinstrümpfe bitte, wegen Kontrast. Liebe Grüße. Was? Die Schuhe sind ganz normal breit. Aber ich habe nach Bild gefragt. Ich werde ganz bestimmt kein Bild von meinen Füßen schicken. Ja, wir nehmen den Schrank auf jeden Fall. Wir überlegen uns nur noch, wie wir den schnellstmöglich abholen können. In Ordnung? Okay. 2 Stunden später. Hey, wir haben das nochmal besprochen und jetzt ein Auto zu kaufen ist uns insgesamt zu teuer. Wir nehmen den Schrank also doch nicht. Sorry. Moin moin, ich würde den Stuhl gern für 20 Euro nehmen. Tut mir leid, aber das ist mir zu wenig. Was? Aber der Stuhl steht doch mit 20 Euro in der Anzeige. Ja, schon, aber die Anzeige ist doch schon seit über einem Monat online. Da ändern sich die Preise natürlich. Was ist das denn für eine Los? Also, das ist nicht mal lustig, weil es lustig, weil es so unlogisch ist. Ach nee, Digga. Ach so, ich stell was online für 20 Euro und schreib mir, ich nehm's für 20 Euro, Digga. Nee, das ist natürlich jetzt teurer. Okay, aus welchem Grund sollte der Stuhl denn jetzt plötzlich teurer sein als vor einem Monat? Inflation. Hallo, ist auf der Fire TV Box auch dein Amazon Prime Account drauf gespeichert? Nein, ich setze das Gerät natürlich zurück. Du brauchst deinen eigenen Account. Du Analbaron. Das kann ich nur zurückgeben. Hallo. Zeit für einen Schluck zu trinken, Digga. Du wolltest doch nicht lachen? Ja, ich wollte auch nicht übergewichtig in meinem Leben sein, verstehst du? Hat auch nicht geklappt. Digga. Uff, tata, Digga. Ich habe nachgerechnet und aufgrund der Entfernung, der entstehenden Spritkosten und dem Verschleiß komme ich auf einen Betrag von 5 Euro, die ich von Ihnen bekommen würde. Also ist dann die Spätzlereibe umsonst und für 5 Euro die Abholung. Wäre das in Ordnung? Verstehe ich das richtig? Ich soll Ihnen 5 Euro geben, damit Sie die Reibe abholen? Ja, genau. Wobei, eigentlich sind es 4,73 Euro. Habe aber aufgerundet. Sie sind Schwabe, oder? Was hat mich verraten? Entschuldigung, mich, Sie haben großes Interesse an Starfighter. Was denn Ihr letzter Preis? Huch, einen Vollidioten ich hier spüre. Jar Jar Binks, du bist? 20 republikanische Credits ich dir bieten kann. Du bist ein Yoda? Oh, oh, das ist sehr teuer. Ich, Sie haben 14 Credits. Viel zu lernen du noch hast. Spezialpreis ich dir bieten. Nervig du bist. Entschuldigung, ehrlich. 13 Credits seien gute Handel. Dein Angebot annehmen ich werde. Ui, 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 das ist sehr nett. Ehrlich, Jar. Ja, melden sich nochmal. Hallo, ich komm holen für 100, okay? Sorry, aber das ist mir viel zu wenig. Der Fernseher ist noch in einem sehr guten Zustand und gar nicht mal so alt. Da muss man schon mehr bieten. Okidoki, was ist dein Tiefpunkt? Als meine Frau mich verlassen und die Kinder mitgenommen hat. Oh, das... Schnauze, Kacke! Mann!
Den habe ich nicht kommen sehen. Das... Scheiße. Wären 40 Euro für alle Spiele zusammen okay? Oh, ich muss mich noch sammeln, Digga. Was ist dein Cheatpunkt? Ja, wenn ich einmal lache, kann ich auch richtig lachen, Digga. Das war so random, Mann. Kacki. Okay, okay. PS3 Spielesammlung, Preis 45. Oh, jetzt sehe ich ja schon. Ja, man sieht ja gar nicht. Hier steht B-Stern-TCH. Hallo du. Hier bitte beliebige Beleidigung einfügen. Das war eine ganz normale Frage und kein Grund, gleich so unhöflich zu sein. Ich hoffe, dir fehlt bei der nächsten Capri-Sonne der Strohhalm. Dir geht das Klopapier aus. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt... Ach, Digga, der kann mich doch nicht... Ach, Mist. Vor allem auch... Ach, Mann, Digga. Wie können Leute da nicht lachen? Ernsthaft, ich hoffe, dir fehlt bei der nächsten Capri-Sonne der Strohhalm. Ist einfach eine Ausgeburt von Genialität. Digga, das ist halt evilest thing ever. Du stehst mit deiner Capri-Sonne auf der Wiese beim Schulausflug und du hast kein Strohhalm. Was machst du denn da, Digga? Oh, Kacke. Das ist schwierig. Du stößt dir den kleinen Zeh an einer Tischkante. Hallo, ich würde gerne wissen, was genau an dem Haus so skeptisch sein soll. Haben Sie ein Foto? Klar, sicher, aber seien Sie vorsichtig. Okay. Alles klar. Jetzt so, wird mir einiges ja. Klar. Okay. Sie sehen hier eine perfekte Pommesfritte in Form des Nike-Logos. Sie ist geeignet zum Sammeln, Präsentieren oder Essen. Ich empfehle Ihnen, dieses Wunder einer Pommes einzuwarmen. Seit wann ist der Anbieter jetzt links? Ich dachte, der Anbieter ist rechts. Ketchup und einem kühlen Glas Cola zu genießen. Gut, schicken Sie mir bitte noch Ihre Kontodaten. Dann morgen. Es tut mir leid, aber ich werde die Teile jetzt an jemand anderen verkaufen. Sie melden sich nicht und eine schlechte Bewertung werde ich Ihnen auch geben. Ja, es tut mir auch schrecklich leid, dass ich mit 40 Grad Fieber im Bett liege. Senden Sie mir doch bitte einfach Ihre Adresse, dann schicke ich Ihnen meine Krankmeldung. Guten Morgen, wir interessieren uns für Ihre Anzeige und wollten uns nur mal informieren, ob der kleine Kerl noch ein schönes Zuhause sucht. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Sind Sie Menschen? Nein, wie kommen Sie darauf? Ich bin ein Nashorn und meine Freundin ist ein seltenes Regenbogeneinhorn. Hallo, guten Tag. Ich hätte Interesse an Ihrem Bürostuhl. Nur eine Frage, wie intensiv wurde der Stuhl benutzt und von wem? Naja, von mir. Täglich. Der Stuhl ist circa 3 Jahre alt, aber noch in einem sehr guten Zustand. Wirklich. Darf ich Sie auch zusammen mit dem Stuhl mitnehmen? Ey, Sky-Abo inklusive? Und für wie lange geht das? Natürlich ist kein Sky-Abo dabei. Was ist das denn bitte für eine blöde Frage? Sky-Abo? Hey, Maulöffe, ich kauf dein Haus. Moment mal. Es geht um Lenovo 15 Zoll Laptop und du wirst gefragt, ob Sky-Abo inklusive ist? Du Echsenmensch. Hallo, wie geht's? Sind Sie Philipp oder ist es Ihr Bruder? Nein, wieso? Weil Sie doch Philips Fernseher verkaufen, verstehen Sie? Philips Fernseher. Okay, sorry, Flachwitz. Aber ganz ehrlich, ich hätte Interesse. Hallo? Ja, ich weiß, das ist ein blöder Witz von mir, aber ich habe wirklich Interesse an dem Fernseher. Ich mache auch keine Witze mehr, versprochen. Sie sind ja eine echte Komikerin. Eine Mark 70, eine Mark 10 und du musst gehen. Wo wohnen Sie denn eigentlich? Ich würde mir für die Strecke ein Auto organisieren. Hallo? Noch da? Okay, schon klar. Geil, Werbung! Werbung überspringen! Hallo, sein Fernsehen noch zu vergnügen. Ja, aber bitte nur mit Verhütung. Ich nix ver... Kann ich abholen am 1, wenn Geld ist da? Ich glaube, Sie sollten Ihr Geld lieber in einen Deutschkurs investieren. Was? Hallo, tauschen Sie vielleicht auf... Digga! Wie random soll's noch werden? Okay, es geht um einen Audi Q7 4,2 FSI V8. Hä?
gegen einen Rasentrecker. Der könnte in Lehdsdorf abgeholt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie einen Rasentrecker gegen einen 16.999 Euro teuren Wagen tauschen. Und Sie erwarten dann noch, dass ich den Trecker abhole. Tja, ganz genau. Ist der Trecker aus Gold? Nein, der ist rot. Wieso? Hallo, geht vielleicht auch 300 Euro und kann ich vielleicht über PayPal bezahlen? Sorry, aber 300 ist mir zu wenig. Wie viel wäre denn okay? Eine Stunde später. Hallo, würden Sie mir antworten? Ich starre jetzt schon seit einer Stunde auf das Display. Hallo, ich könnte das Regal morgen Abend abholen kommen. Liebe Grüße, Tommy. Diese Anspruchshaltung, dass wenn man mal nicht antwortet eine Viertelstunde. Wild. Jetzt habe ich gelacht, aber ich habe nicht gelacht. Also es war ja so ein... Ja, ihr wisst schon. Ah ja, okay. Nope, geht leider nicht. Da bin ich leider noch nicht zu Hause. Beste Grüße, Sarah. Nope? Was soll das sein? Du kennst das Wort nicht? Nope bedeutet nein. Alter, wer schreibt denn bitte so eine Pisse? Und der Name Sarah sagt ja wohl schon alles. Dumme, anspruchsvolle Kuh. Pah, bleib doch auf deinem Regal sitzen. Hey. Digga! Das ist aber auch alles ganz schön toxisch auf den lieben Kleinanzeigen-Ebay-Dings. Also, ich kenne das ja auch, wenn du irgendwas anbietest. So, ich habe letztes Mal Felgen verkauft, da war dann auch Land unter. Aber so random, Digga? Hey, tut mir ja leid, Mann, aber wir müssen ja schließlich auch von etwas leben. Hey, komm, 30 Euro, das ist voll ehrenlos. Ich kann dir nur anbieten, dass du vorbeikommst und dir die Preisverhältnisse anguckst. Die sind wirklich fair. Alter, vergiss es. Weißt du, du kannst doch eh nichts. Ihr macht doch eh nur beschissene Tattoos. Sagte er, während er auf sein Ich-liebe-Melissa-Tattoo blickt. Schönen Abend. Guten Tag, ich würde mir gerne die Wohnung angucken. Wenn es geht, melden Sie sich bitte bei mir. Telefonnummer 0156... Das ist schön, aber ich habe gar keine Wohnung anzubieten. Ich suche selbst nach einer Wohnung. Sehr gut, ich nämlich auch. Wenn Sie eine finden, könnten wir zusammenziehen. Sagen mir letzte Preis, bitte. 80 Euro. Okay, also 50? Ich habe Ihnen doch gesagt, 80 Euro ist mein letztes Angebot. Okay, Entschuldigung. Ich verschenke die brandneue Kollektion. Kann gerne sofort abgeholt werden. Kann ich mir Tasche mal ansehen? Haben Sie ein Foto? Aber klar. Guten Tag. Bitte? Louis Betontasche. Okay, okay, jetzt habe ich das Bild verstanden. Ist ein bisschen schnell manchmal, oder liegt an mir? Aber klar. Hab das eben gar nicht so schnell gerafft. Da ging schon weiter. Es ist alles ein bisschen hastig, wenn es 30 in 8 Minuten sein sollen. Guten Tacho, der Herr. Ich hätte Interesse an der Uhr. Ist die voll funktionsfähig und wann war der letzte Akkuwechsel? San Francisco! Hallöchen, mit Öhrchen. Ja, die ist voll funktionsfähig und der Akku wurde erst vor circa einem halben Monat getauscht. Oder? Auf Wiederhörnchen. Eine Stunde später. Also, haben Sie Interesse? Hallo, ich nehme die Tickets auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu hören. Ich würde dann ein Einschreiben für 2,50 Euro machen. Klingt super. Also dann 67,50 per PayPal? Wait, der Preis war 50 und ein Einschreiben 2,50? Und sie kommt auf 67,50? Dann morgen. Hey, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich kann die Karten jetzt doch selbst verwenden. Also muss ich unsere Verhandlung abbrechen. Oh, das ist ja wirklich schade. Ja, für dich. Aber für mich ist es der Hammer. Hallo, machen Sie mir doch bitte ein Angebot. Wie wäre es mit den beiden Dragon Ball Spielen? Sorry, bin leider raus. Nehme die Anzeige wieder raus. Okay, warum das? Meine Frau hat Nein gesagt. Oh, das tut mir echt leid, Mann. Hallo, wie alt ist der Bauschutt? Mit freundlichen Grüßen. Es war mal eine Wand in einer Wohnung. Können Sie gerne jederzeit abholen kommen. Ist der Bauschutt vor dem 13.03.2020 entstanden? Inwiefern ist das relevant? Naja, an diesem Tag brach die Corona-Pandemie aus. Und sonst müsste der Bauschutt noch ordnungsgemäß desinfiziert werden, bevor ich ihn abholen kann. Und hier haben wir jetzt noch ein weiteres lustiges Video für euch am Start. Daneben solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Und darunter kommt ihr dann noch zu unseren lustigen WhatsApp-Chat-Hörspielen auf Apple Music, Spotify, Amazon und allen relevanten Streaming-Plattformen. Also ich sag so, ne? Mein Highlight ist und bleibt, hier, das Ding mit dem Capri-Sonne.
Bums. Also, ich glaube, es gibt bedeutend bessere Videos. So, ne? Ich denke, es gibt bedeutend bessere Videos als die Nummer, aber okay. Lustigerweise haben mich ja doch drei. Wie oft habe ich gelacht? Mist.